28. Juni 2001. Im betagten Zentrum Eichhof-Luzern wird Pfleger A verhaftet. Erst Monate später wird klar, A ist ein Serientäter, der mindestens 22 Menschen umgebracht hat. Was besonders berührt, ist, dass es in einer Pflegeheimsituation passiert ist. Dort, wo man eigentlich das Gefühl hat, man könnte auf die Institution vertrauen, wo die Leute umsorgt sind. Ich bin 18 Jahre Kripo-Chef und das war das Gröbste, was ich erlebt habe. Wir hatten nie Gedanken gehabt, dass er so etwas machen könnte. Das ist einfach absurd. Das ist absurd. Luzern, 5. Juli 2001. Im betagten Zentrum Eichhof informiert der Luzerner Sozialdirektor Rudi Meier über das schier Unglaubliche. Pfleger A hat im Eichhof 9 Bewohnerinnen getötet. Im Namen des Stadtrates, der Sozialdirektion und des betagten Zentrums Eichhof habe ich die Pflicht, Sie über ein schreckliches und bedauernswertes und auch enorm trauriges Ereignis zu orientieren. Wenn Sie einen Fall haben in einem Zentrum, ist das schon sehr, sehr schlimm. Und wenn Sie gerade 9 Fälle haben, dann ist das ein Super-GAU. Ich glaube, man darf das auf keinen Fall verniedlichen. Ein Super-GAU. Nur den Geständnissen des Täters ist es zu verdanken, dass die Fälle entdeckt werden. Aber die Kriminalpolizei hat ein Problem. Die zentrale Problemstellung ist eigentlich die, dass eine Sachbeweisführung bei der jetzigen Stand der Ermittlungen eigentlich nicht mehr möglich ist. Die Leichen sind kremiert worden. Es ist noch offen, ob Exhumierung durchgeführt wird. Wir sind eigentlich auf das Geständnis des Täters angewiesen. Ein Serientäter, der über Monate betagte Patienten getötet hat. Wie ist das möglich? Wieso hat niemand etwas bemerkt? Die Eichhof-Heimbewohner haben Fragen. Auch es sei ein bisschen lang gegangen, bis sie gemerkt haben, dass etwas nicht stimmen kann. Mit dem dritten, vierten Fall hätte man schon etwas Näheres merken und sagen, stimmt etwas nicht. Der damals 32-jährige A arbeitete seit einem halben Jahr im betagten Zentrum Eichhof. Pflegebedürftige und teilweise demente Menschen waren in seiner Obhut. Oft habe er mit ihnen über den Tod gesprochen. Viele hätten den Wunsch zu sterben geäußert, sagt er später. Um den Tod gebeten habe ihn allerdings niemand, gesteht er ein. Erst viel später wird klar. Die Todesserie hat schon viel früher begonnen. Bereits 6 Jahre vor seiner Verhaftung hat A hier, in der Seniorenresidenz am Schermer in Sarnen, getötet. Der langjährige Direktor Zdenek Madera stellte A als 26-Jährigen ein. Der umtriebige Pflegehelfer war beliebt. Er konnte etwas initiieren, zum Beispiel für ein Personalfest. Ja, hatte da so eine Schwanensee initiiert, Tanzballett, wo ein riesiger Erfolg ist. Die Leute haben sich wirklich gebeugt vom Lachen. Oder er hatte auch, das ist sein Talent gewesen, von der Tanzschule oder auch sonst, vom Disco oder wo. Er hat auch eine Moderation von einer Modeschau übernehmen und das ganze Choreografie und so schauen, dass das klappt. Da hat sich mit den Leuten gut angeschlichen, sage ich so. Beliebt war A auch bei einer 84-jährigen Patientin. Sie wurde sein erstes Opfer. Sie habe den Sinn des Lebens nicht mehr eingesehen. Und vom Tod gesprochen, sagt A später. Bald beschloss er, die altersschwache Frau zu töten, zu erlösen, wie er später sagte. Er verabreichte ihr Beruhigungsmittel, nimmt einen Plastiksack und faltet ihn zweimal zusammen. Den Sack presst er der wehrlosen Frau aufs Gesicht. Dann, eine halbe Minute später, lässt er von ihr ab. Aus Angst, wie er später schildert.
Die Tat misslingt. Die Frau ist aber so schwach, dass sie sich nicht mehr äußern kann. Pfleger A kommt zurück. Nach einer Woche. Diesmal drückt er dem Opfer einen Sack mehrere Minuten aufs Gesicht. Die Frau erstickt. Das zweite Opfer, drei Tage später. Ein 91-jähriger Mann, der an rapidem gesundheitlichem Zerfall gelitten hat. Man geht von einem natürlichen Tod aus. Wie bei der ersten Tat gibt A als Motiv Überforderung und Mitleid an. Nach der Verhaftung wird A mehrmals begutachtet. Gerichtspsychiater Andreas Frey ordnet nicht Mitleid, sondern Selbstmitleid als Motiv für die Serientötung. Für jeden Mann, der in der chronischen Krankenpflege arbeitet, ist es bekannt, dass ältere Leute ab und zu mal den Wunsch äußern, dass alles vorbei sei. Man stellt sich zum Teil nicht nur beim Herrn A. vor, dass die Todespfleger, die ja zum Teil offenbar ein Selbstbild haben von sich als noch gesund und intakt, sich quasi nicht vorstellen können, auch einmal alt und pflegebedürftig sein und dass sie dann ihre eigenen Wünsche quasi in die Leute hinein projizieren und dann wirklich das Gefühl haben, sie würden im objektiven Interesse von denen handeln. A liebte es, unter Menschen zu sein und Partys zu feiern. Bevor er sich für die Pflegelaufbahn entschied, jobbte er jahrelang als Assistent in einer Tanzschule. Später legte A in der Freizeit Platten auf. Er genoss es, als DJ im Mittelpunkt zu stehen. Der heutige Barbetreiber Rolf Tschuppert war ein DJ-Kollege von A. Er war ein sehr angenehmer. Er war gar kein Schüchter, also er war sehr extrovertiert und mit den Leuten gut umgehen konnte. Ich fand relativ viele Damenbekanntschaften. Also die Leute sind gekommen, wenn er gekommen sind, haben mit ihm diskutiert und haben ab und zu mal ein Tänzchen mit ihm gemacht. Also er war sehr ein Aufgestellter. Und ich bin ganz ehrlich aus allen Wolken gefallen, wenn ich gehört habe, dass er anscheinend für das Verbrechen zuständig war. Im Kantonsspital Obwalden machte A 1996 im Rahmen seiner Ausbildung zum Diplompfleger ein Praktikum. Auch hier tötete er. Er habe die Klagen einer 89-jährigen Frau nicht mehr ausgehalten, erklärt er später. Nächste Station der Ausbildung, Pflegezentrum Seematt in Küsnacht. Auch hier machte A ein Praktikum. Erneut beendete er das Leben betagter Patienten. Zumeist verabreichte er eine Überdosis Beruhigungsmittel und half, falls nötig, mit einem Plastiksack nach. Wieder ging man von natürlichen Todesfällen aus. Im Mai 1999 hat A die Ausbildung beendet und kehrt nach 4 Jahren ins Betagtenheim am Schermer in Sarnen zurück. Er wird zusehend herrischer. Im Team werden kritische Stimmen laut. Die negative Seite habe ich eigentlich vom Hörensagen, weil zu mir als Chef ist er immer sehr nett gewesen. Aber ich habe Meldungen gehabt, dass er ziemlich arrogant war. Er könnte auch besser sein, hochnäsig sein. Und die Mitarbeiter haben sich sind sehr langsam von ihm weggezogen. A strebt einen Führungsposten an und gilt als engagiert. Das sei ein typisches Profil für Serientäter im Pflegebereich, sagen Experten. Die sind durchaus gut integriert. Die haben eine Leistungsträgerfunktion teilweise in diesen Heimen. Sie haben also eine Rolle, wo sie auch sehr viel Vertrauen geniessen und wo sie eben deshalb auch können, das Vertrauen viel besser missbrauchen können. Es sind meistens Persönlichkeiten und in der Mehrzahl halt doch Männer, die unsicher ausgebildetes Selbstwertgefühl haben. Und häufig im Pflegeberuf
eine Karriere versuchen, manchmal an charakterlichen Unzulänglichkeiten scheitern. A tötet in immer kürzeren Abständen. Innerhalb von 1,5 Jahren bringt er im Heim am Schärme 10 betagte Menschen um. Doch jetzt entledigt er sich immer häufiger unliebsamer Patienten, die ihn kritisieren. Die Senkung von der Tötungsschwelle tut man im ganzen Kontext von der assistierten Tötung auch Slippery Slope oder schiefe Bahn nennen. Also das ist eine Entwicklung, die immer mehr außer Kontrolle gerät. A tötet zumeist in Randzeiten, seiner bevorzugten Schicht. Danach habe er jeweils ein schlechtes Gewissen gehabt, sei aber auch erleichtert gewesen. Weil in einem betagten Heim häufig gestorben wird, ist der Tod Teil des Alltags und nichts Außergewöhnliches. Aber in A's Umfeld werden nun Gerüchte laut, dass in seiner Schicht auffallend viele Menschen sterben. Ihm sei aber nichts aufgefallen, betont der Heimleiter. Wir haben auch unsere Statistik, wo wir jedes Jahr schauen, wie viele Todesfälle wir haben. Und interessanterweise ist sogar nach seinem Wirken die Kurve gestiegen. Zudem ist es schwierig bei uns, im Gegensatz zu anderen Heimen, ist es schwierig, dass ein Arzt etwas merken würde, weil wir haben ja 16 Ärzte, 16 Hausärzte. Bei uns können die Leute ihre Hausarzt mitbringen. Und da ist schwierig, irgendwelche Unregelmäßigkeiten, die übergreifend sind, zu merken. Hilfe und Pflege zu Hause. Auch als Spitex-Praktikant konnte er das Töten nicht lassen. Trudi Jakoba war seine Vorgesetzte in Sarnen. Die Patienten hätten A gemocht, aber ihr bereitete er Probleme, erinnert sie sich. Auf der anderen Seite war er einfach unzuverlässig. Man musste immer wieder ihn kontrollieren, herschauen. Wie er es macht, also wie geht er mit den Medikamenten um. Dort haben wir immer ein Auge drauf haben, dass er die Richtung richtet, dass er gut rückmeldet. Oder hat er sich einfach krank gemeldet am Ende. Er hatte ja da noch sein Hobby, wenn er alle GDJ gemacht hat. Und dann hat er am Ende nicht mehr arbeiten. Und ich musste ihn ja einmal einmal stellen und sagen, das ging einfach nicht. Und bei diesen Situationen, wo wir ihn alle hernehmen mussten, so, also wenn er den Druck gespürt hat, dann ist er sehr, sehr ungemütlich geworden. Er konnte nicht mit Druck umgehen. Als Spitex-Pfleger tötet A eines frühen Morgens eine 83-jährige Frau in ihrer Wohnung. Der Tochter richtet er vorher aus, sie könne ruhig später kommen. Dann hat er mir ausdrücklich gesagt, ich müsste nicht pressieren mit dem Kotzmorgen geben. Oder das sieht schon gut, wenn ich dann wieder so käme wie immer. Trotzdem, dass er eine Stunde früher war. Ja. Also hat er das am Abend voll geplant. Voll geplant. Und um 7:30 kommt das Telefon. Ihre Mutter ist dann in meinen Armen ganz friedlich gestorben. Wir haben natürlich nicht gewusst, dass gerade zu dieser Zeit die Angehörigen nicht im Haus sind, aber von dem her hätte ich mir auch keinen Verdacht schöpfen, dass er so etwas macht. Ja, nie. Wir haben ja nie Gedanken gehabt, dass er so etwas machen könnte. Das ist einfach absurd. Das ist absurd. Ende 2000 wird A erneut im betagten Zentrum Eichhof angestellt, auf der Abteilung für Demenzkranke. Wieder ist er konfrontiert mit Patienten, die teilweise vollständig die Kontrolle über ihre Körperfunktionen verloren haben. Er habe das nicht ausgehalten, gesteht A später. Gerade Demenzpatienten, die mit fortschreitender Krankheit renitent und aggressiv werden können, können auch beim Personal aggressive Gegenreaktionen hervorrufen. Erst kürzlich erschütterten Handysequenzen mit demütigenden Bildern von Demenzpatienten die Öffentlichkeit. Pflegerinnen in einem Zürcher Heim hatten sie aufgenommen.
Felix Baumann arbeitete 25 Jahre lang als Heimarzt im betagten Zentrum Eichhof. Überforderung in der Langzeitpflege wurde immer wieder zum Thema. Ganz sicher sind Pflegende ihren Beruf immer stark gefordert. Und es kommt auch zu dem Gefühl der Überforderung. Aber die Überforderung allein, habe ich die Meinung, führt nicht zu einer solchen Tat, sondern es braucht noch weitere Faktoren, sei es Persönlichkeitsstruktur, sei es die Lebenssituation, in der man drin gerade steckt. Erst das Zusammenkommen von verschiedenen Faktoren kann zu einer derart schlimmen Tat führen. Pfleger A. wuchs in der Innerschweiz auf, in Emmenbrücke und Rothenburg. Hier absolvierte er die Primarschule. Nach der Scheidung der Eltern zieht er als 11-Jähriger mit der Mutter und der jüngeren Schwester nach Deutschland. Später beginnt er bei der Deutschen Post eine Lehre als Kommunikationselektroniker, bricht diese aber ab. Er lässt sich zum Tanzlehrer ausbilden und kehrt mit 21 in die Schweiz zurück. Sein Stiefvater in Deutschland habe ihn stets als Versager gesehen. Das habe Spuren hinterlassen, sagt A. später. Ich glaube, von der Persönlichkeit von Herrn A. in dem Beruf, den er mit Menschen zu tun hatte, hat er vermutlich gemeint, er habe Nischen gefunden, wo er dann eben den Erfolg wird erringen und wo er quasi seinem Stiefvater hat können beweisen, dass er halt eben doch etwas kann. Und er ist schon in diesem Beruf relativ weit schon vorgestoßen gewesen und das wäre dann sicher für ihn nur sehr schwer tragbare Grenzen gewesen, zu scheitern. Zurück ins Pflegezentrum Eichhof. Im Januar 2001 fällt dem Personal auf, dass in A's Schicht gehäuft Todesfälle auftreten. Im Team kursieren nun Gerüchte. Zwei Mitarbeitende informieren den Leiter der Pflegedienste über ihre Befürchtungen. Dieser recherchiert und befragt A, wie er mit den Todesfällen umgehe. Der Pfleger erwidert leichthin, er habe sich an den Tod gewöhnt. Mitte Februar hält der Leiter in A's Personaldossier fest, intuitiv habe ich das Gefühl, etwas im Sozialbereich stimmt nicht. Es ist sehr wichtig, dass er in nächster Zeit beobachtet wird. Auffälligkeiten in seinen Äußerungen und seinem Verhalten sind sofort zu melden. Über diese Notiz informiert er auch Heimarzt Felix Baumann. Kurze Zeit später wechselt der Leiter der Pflegedienste den Job. Der Leiter Pflegedienst hat mich über seine Gedanken und Sorgen informiert. Er hat einfach den Gedanken von einem Zusammenhang mit dem neu angestellten Pfleger und dem Todesfall nicht weglassen. Für mich war das zuerst als fast nicht denkbar. Ich habe aber dann Krankengeschichten von den Patientinnen, die verstorben sind, nochmal angeschaut, habe mir Gedanken darüber gemacht und habe als Einzelfall bei keinem Fall eigentlich etwas sehr Ungewöhnliches feststellen können. Überhaupt ist der Gedanke, dass ein Mitarbeiter hier Einfluss genommen haben auf die Todesfälle, für mich eigentlich undenkbar und schon ganz unaussprechbar gewesen. Im Mai sterben erneut zwei Frauen. Trotz unklarer Todesursache verzichtet Heimarzt Baumann auf eine Meldung. Er habe nichts Besonderes feststellen können, sagt er später. Die Angaben, die man mir gemacht hat, waren nicht auffällig. Ich hatte darum keinen zwingenden Grund für eine Meldung. Zudem war sicher auch eine innere Abwehr da gegen eine Meldung. Weil man weiß, dass eine Meldung von der Polizei immer mit Umtrieb verbunden sind, wo sich überhaupt nicht mit der Trauerarbeit, und die beginnt sofort beim Tod, lässt übereinstimmen.
Ein Pflegeheim ist eine Vertrauensinstitution. In diesem Pflegeheim denkt man daran, dass man Leute hegen und pflegen muss und nicht, dass man ihnen etwas zum Schaden tut. Also die Grundhaltung von allen ist das gegenseitige Vertrauen in die Pflegermentalität. Auf der anderen Seite spielt es sicher eine wichtige Rolle, dass die Heimleitung und auch der leitende Arzt einen Skandal scheuen, dass sie Angst davor haben, dass da etwas nach außen dringt, wo die ganze Institution in Frage ziehen könnte. Und das dritte Phänomen ist auch natürlich die Angst vor einer Strafverfolgung, dass man Polizei im Haus hat, dass da plötzlich Personen, Bezugspersonen Angst bekommen, dass das Pflegeheim nicht mehr verlässlich ist. Das spielt auch mit eine grosse Rolle. Mitte Mai verdächtigen zwei Teamkolleginnen Pfleger A, starke Beruhigungsmittel entwendet zu haben. Um ihn zu überführen, markieren sie den Pegelstand. Etwas später der Beweis. In A's Schicht wurde Beruhigungsmittel verabreicht, ohne dass es verschrieben worden war. Die beiden Pflegerinnen machen Meldung beim Heimarzt. Das Undenkbare muss jetzt bedacht werden. Das ist eigentlich als harte Ware bei mir gekommen, als ich hörte, dass das Medikament fehlt, als ich die Sorgen von diesen beiden Pflegenden gehört habe. Und ich musste feststellen, dass die Auflistung der Todesfälle auch zusammen mit den Arbeitszeiten des RA eben nichts anderes mehr eigentlich offen lässt, als dass da ein Zusammenhang bei diesen Todesfällen muss vorhanden sein. Wieder lässt Felix Baumann ein Wochenende verstreichen. Doch am Montag, 11. Juni 2001, macht er Meldung. Der Luzerner Sozialdirektor Rudi Meier reagiert umgehend. Wo man mir nachher den Fall so skizziert hat, habe ich das gemerkt. Da ist etwas nicht gut, da müssen wir möglichst schnell Hilfe haben und Unterstützung. Und in so einem Fall kann das nur die Polizei sein. Und ich habe ja den veranlasst, dass man möglichst schnell die Polizei eingeschaltet hat. Die Kriminalpolizei beginnt mit den Ermittlungen. Gegen A liegen aber nur Indizien vor. Beweise gibt es keine. Ein Dilemma. Was machen wir denn? Ja. Die Zeit drängt. Der Täter könnte wieder zuschlagen. Der einzige und nachhaltigste Schutz ist die Klärung der Situation. Man kann ganz klar sagen. Also wir müssen wissen, ob es Tötungshandlungen gegeben hat, wer ist für das verantwortlich und die betreffende Person neutralisieren. Das ist der einzige und nachhaltigste Schutz. Alles andere hätten wir nicht können ernsthaft in Erwägung ziehen. Also wir haben konkret auch über Bewachung diskutiert, aber man kann nicht unmöglich so ein Objekt bewachen, Zutrittskontrollen machen oder einen Polizist in einer Pflegende hinten nachschicken, um zu schauen, was der macht. Es lässt sich so nicht verhindern. Das ist wirklich der einzige Schutz. Wir haben mit Hochdruck an diesen Ermittlungen gearbeitet, um möglichst schnell ein klares Bild zu bekommen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wenige Tage später stirbt erneut eine Patientin. Sie wird obduziert. Der Befund entlastet A, weist er doch auf eine natürliche Todesursache hin. Im Zuge der Ermittlungen fragt die Polizei auch bei der Spitex in Sarnen nach. Da sind zwei Personen von der Polizei gekommen und haben mich informiert, es gäbe Verdacht, dass der Herr A. ein Tötungsdelikt begangen hat. Und es steht in den nächsten Tagen eine Verhaftung bevor. Die sei noch nicht erfolgt. Und es sei auch denkbar, dass wir von der Spitex Aarne auch betroffen seien mit einem solchen Todesfall. Und im ersten Moment ich habe gedacht, das ist nicht möglich, das kann nicht sein. Am Abend des 27. Juni 2001 stirbt erneut eine Patientin im Eichhof. Er habe die 76-Jährige nicht gemocht. Sie habe ihn ständig kritisiert, sagt der Täter später. Am nächsten Morgen lässt Kripo-Chef Daniel Bussmann den Pfleger A verhaften. Obwohl er keine stichhaltigen Beweise hat. Wir haben einen gross angelegten Sicherungsangriff gemacht mit 15 Leuten. Die haben alle konkrete Aufträge gehabt, vom Gösenkübel leeren und alles sicherstellen mit Befragen. Und ein Team hat dann auch den Auftrag gehabt, den Herrn A festzunehmen.
Als man auf diesen Zugang ist, hat er von sich aus die Hände aufgehauen, obschon man ihn nicht aufgefordert hat. Er hat sich widerstandslos Handschellen anlegen, ohne eine Frage. Wir haben bei ihm daheim eine Hausuntersuchung gemacht, hat dort zwei Medikamentenfläschchen können sicherstellen, die er am Arbeitsort gestohlen hatte. Und am Abend bei der Befragung hat er uns fünf Tötungsdelikte gestanden. Der Sohn des letzten Opfers ist schockiert. 6 Tage zuvor hatte er seine Mutter noch besucht. Ich bin noch wenige Tage vorher, hat meine Mutter Geburtstag gehabt, am 22. Juni. Und ich war dann bei ihr, sie war auf den Beinen. Wir sind miteinander rumgelaufen, ich habe sie am Arm genommen und bin mit ihr ein bisschen auf dem Balkon gesessen. Es war ein sonniger Tag, ich habe mit ihr geschwätzt. Nach der Verhaftung wird A. einvernommen. Aber seine anfängliche Geständnisbereitschaft lässt schnell nach. Im Verlauf dieser Befragungen, denke ich, hat er dann auch realisiert, was eigentlich, um was es eigentlich geht und was er eigentlich gemacht hat. Und er hat in dieser Phase angefangen zu machen. Er hat dann auch nicht mehr kooperiert. Er hat dann auch gelogen aktiv und wir mussten Sachen wieder legen, die einfach faktenwidrig waren. Er war impulsiv, er konnte auch verrückt werden. Also, er konnte ihn dann anschauen, da ist mir dann wirklich sind ihm der Torzberg gestanden. Also, ich denke, der Mann war einfach janusgesichtig, wie wir ihn erlebt haben. Die Serientötungen medizinisch nachweisen, das war seine Aufgabe. Gerichtsmediziner Rudolf Hauri analysierte die Krankengeschichten von 142 Patienten, die während A.s Arbeitszeiten gestorben waren. Seinem kriminalistischen Blick entging, anders als dem der Heimärzte, nichts. Man sieht aus den Krankenunterlagen aus dem Studium, dass es verschiedene Abläufe muss geben muss. Einerseits hat man eben komatöse Zustände gesehen, die einem natürlich an eine Vergiftung denken lassen. Zum Teil sind in den Unterlagen sogar Schaumbildungen vor dem Maul beschrieben worden, was etwas recht Typisches bei einer Vergiftung ist. Zum Teil aber hat man gesehen, dass blaue Flecken, Blutunterläufungen im Gesicht beschrieben gewesen sind oder im Bereich vom Hals, sogar wo einmal eine mechanische Gewalteinwirkung im Sinn von Würgen oder vom Druck gegen das Gesicht Schlüsse haben. Gerichtsmediziner Hauri scheute bei der Spurensuche keinen Aufwand. Er ordnete 5 Exhumierungen an. Bei 40 Krankengeschichten schaute er genauer hin. Ich konnte bei diesen 40 Fällen von 22 Fällen als Gutachter sagen, das sind nicht natürliche Todesfälle, das sind gewaltsame Todesfälle. Da muss jemand die Hand im Spiel haben beim Sterben. Bei 8 Todesfällen konnte ich das nicht mit Sicherheit sagen. Einerseits sind die Aufzeichnungen zum Teil einfach so mangelhaft oder unvollständig, dass man es nicht klar anweisen konnte. Aber trotzdem ist der Verlauf auffällig war. Die Personen sind relativ schnell gestorben. Sie haben nicht einen eigentlichen Klick in der Lebenskurve gezeigt, aber doch einen rechten Abfall. Und in 10 Fällen bin ich zum Schluss gekommen, klar aufgrund der Unterlagen, es sind natürliche Todesfälle, die kann man ganz klar erklären. Weil sich A. nicht mehr an jede einzelne Tat erinnern kann, wird die Todesursache in 8 Fällen für immer offen bleiben. Die Untersuchungsergebnisse werden ausgerechnet am 11. September 2001 den Medien präsentiert. Die Anschläge in New York verdrängen die größte Serientötung der Schweiz aus den Schlagzeilen. Und auch die Frage, wieso der Täter so lange unentdeckt bleiben konnte. Großes Medieninteresse dagegen beim Prozess vor Kriminalgericht 3,5 Jahre später. Im Januar 2005 wird er aus Platzgründen in einer Mehrzweckhalle in Emmenbrücke durchgeführt. Nur gerade 6 Stunden dauert die Verhandlung. Am Schluss verliest der Angeklagte A. eine Erklärung. Er sagt, er habe Gott gespielt und über Leben und Tod entschieden. Das sei nicht richtig gewesen. Die Angehörigen bittet er um Entschuldigung. Der Staatsanwalt plädiert auf Mord in 5 Fällen und auf 17 vorsätzliche Tötungen. Als strafmildernd berücksichtigt er die Geständnisbereitschaft. Er fordert 17 Jahre Zuchthaus. Der Staatsanwalt hat 17 Jahre angeklagt. Das hat in den Fachkreisen durchaus Überraschung hervorgerufen, weil ein Staatsanwalt eher
am oberen Ende sollte mit seiner Anklage landen. Und wenn es um eine 22-fache Tötung oder eben sogar Mordtaten geht, dann ist es sehr naheliegend, dass man bei lebenslänglich anklagt. Das Kriminalgericht folgt dem Staatsanwalt nicht und verhängt die Höchststrafe. Lebenslange Zuchthausstrafe wegen 22-fachen Mordes. Im Strafmaß her, lebenslänglich, kann ich nachvollziehen. Ich habe das auch akzeptiert. Ich persönlich habe einen anderen Antrag gestellt. Ich habe Faktoren höher gewichtet zugunsten des Anklagten. Eben gerade seine umfassende Geständnisbereitschaft, die uns als Strafverfolgungsbehörde erlaubt hat, Sachen, Tötungen aufzudecken, die sonst nicht hätten aufgedeckt werden können. A legt Berufung ein. Der vielen Medien wegen findet der Prozess vor Obergericht ein Jahr später im Saal des Luzerner Grossrats statt. Auch am Ende dieser Verhandlung entschuldigt sich A für seine Taten und beteuert sein Bedauern. Das Obergericht befindet, dass A nicht in allen 22 Fällen, sondern nur 7-mal besonders skrupellos getötet habe. An der lebenslänglichen Strafe allerdings hält es fest. Lebenslänglich ist in den allermeisten Fällen, wenn denn keine Rückfallgefahr mehr besteht, wenn auch ein gutes Verhalten im Strafvollzug da war, ist lebenslänglich nicht lebenslänglich, sondern sind 15 Jahre Freiheitsstrafe. Für den Sohn des letzten Opfers aber bleiben viele Fragen offen. Haben die Behörden fahrlässig gehandelt? Wurde die Mutter als Köder benutzt? Es kommt mir manchmal ein bisschen so vor, als ob man eine Tötung von meiner Mutter, die sie getroffen hat, oder allenfalls sogar noch mehrere Tötungen in Kauf genommen hat. Und ich kann das niemandem vorwerfen, aber es ist mir wichtig, dass das abgeklärt wird. Anzi klagt. Doch Behörden und Heimleitung werden vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Den Heimarzt spricht erst das Obergericht frei. Auch eine frühere Meldung hätte den Tod des letzten Opfers nicht zwingend verhindern können. So die Begründung. Der Verarbeitung zeigt, dass ich sehr lange viele Gedanken für mich behalten habe. Ich würde heute schneller das Gespräch suchen, sechs zuerst mit Kollegen, sechs mit dem Leiter vom Zentrum, sechs eine andere Person, wo ich weiß, ich kann so eine Überlegung deponieren. Der Fall des Todespflegers hat viel ausgelöst. Um Überforderung zu vermeiden, werden für das Pflegepersonal vermehrt Supervisionen angeboten. Allgemein habe laut Behörden die Aufmerksamkeit zugenommen. In Pflegeheimen werden heute Todesfälle mit unklarer Ursache häufiger gemeldet. Aber Pflegesituationen sind nicht einfacher geworden. Und sie haben immer wieder neue Leute, die in die Pflege hineinkommen. Oder sie haben sicher auch Leute, die in die Krisen hineinkommen im Bereich der Pflege. Also vor diesem Hintergrund gibt es da sicher immer ein Latenzrisiko. Ich gehe davon aus, dass natürlich das Bewusstsein mittlerweile geschärfter ist. Und dass es schwieriger wäre, heute so einen Riesenschaden anzurichten, wie sich das der betroffene Täter eigentlich angerichtet hat über Jahre hinweg. Nicht nur den Opfern und ihren Angehörigen hat der Todespfleger aus der Innerschweiz viel Leid zugefügt. Auch die Pflegenden hat er bis ins Innerste getroffen. Das kann man nicht einfach schnell vergessen. Das ist sehr, sehr lang nachhaltig. Und wenn wieder einmal etwas von diesem Fall erzählt worden ist, hat man immer gemerkt, die Wunden sind noch nicht verheilt. Obwohl man nachher auch mit dem Team, mit Coaching von außen, mit Betreuung, mit Supervision, hat man das verarbeitet. Aber das sitzt so tief. Das ist einfach das Vertrauen missbraucht von einer Berufsgruppe. Das sitzt tief. Das tut einem so weh. Das tut allen weh. Serientäter A dürfte 2016 aus der Haft entlassen werden. Psychiater geben ihm gute Prognosen. Vorausgesetzt, A arbeitet nie mehr im Pflegebereich.